Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimrock, Labyrinth des Wahnsinns. Ja, eigentlich Labyrinth of Lies. Ja, aber in der Underworld ist es eher das Labyrinth des Wahnsinns, weil hier spawnen Würfel. Viele Würfel. Gerade eben ist nämlich, kurz bevor ich die Aufnahmesession gestartet habe, wieder einer gespawnt. Ich kann es mal kurz laden. Dass ihr es auch ja alle miterleben könnt, wie der nächste Würfel gespawnt ist. Wir hatten ja wirklich Glück, dass der eine Würfel den anderen Würfel getötet hat. Aber das war's auch schon. Okay, ich höre Schleimzeug. Und ja, da spawnt der Würfel. Und wir sind hier in irgendeinem Schattengebiet. Ja, wo alles halt dunkel ist. Das heißt, ich werde auch nicht viel sehen. Außer Schnecken. Nacktschnecken. Die kaputt gehen. Und Dreher. Wieso stecken eigentlich Pfeile in den Nacktstecken drin? Das ist seltsam. Okay. Hier kann ich lang. Und hier gibt es was zum Einschlagen. Hä? Kann ich das dekonstrukten? Ich vergesse es immer. Nein, kann ich nicht. Also muss ich auf die altmodische Art einschlagen. Searstone Necklace. Fire Resistance. Okay. Ja, ich muss dann wieder irgendwie gucken, dass ich die beiden Würfel dazu bringe, dass sie sich gegenseitig töten. Ah, falsche Richtung. Sobald ich hier den Weg gefunden habe. Da ist Sackgasse, okay. Da drehe ich mich wieder. Und das hier. Oh, das hier ist eine Wand. Also eine Wand, die ich einschlagen kann. Ein Secret. Ein bisschen Kräuter. Okay, das ist nicht schlecht. Roter Schädel. Was zu essen? Ein Ruby Gem. Und einer von denen hier. Und weißt du was? Den Sack können wir gut gebrauchen. Da können wir nämlich wieder Gems reinpacken. Auf die du dann aufpassen darfst. So. Ja. Quicksave ist immer gut. Da ist ein Feuerchen, das ich lösche, dass ich nicht aus Versehen reintrete. So, und das müsste wieder eine von diesen Energiequellen sein. War es auch. Gut. Das heißt, wir können hier hoffentlich wieder raus. Ja, und da müssen wir wieder gleich das Spiel spielen. Wie renne ich vor Würfeln weg? Ich kann doch hier rein, da rein. Ich habe alles hier erkundet, sehe ich gerade, bis auf das Fitzelchen da, aber das ist jetzt relativ egal. Hier unten war ein Raum mit vielen bösen Gegnern. Also ja, da konnte ich einen Hebel öffnen. Das heißt, es geht für mich als nächstes wahrscheinlich hier rein. Da oder da, mal sehen. Ups. Ja. Laufe ich jetzt raus? Ja, ich laufe raus. Gut. Gut, nochmal ein Quicksave, bevor ich mich jetzt hier wieder reinjumpe.
Da ist der eine, da ist der andere Würfel. Okay, die Seite habe ich geklärt. Dann öffne ich mal auf der Seite. Wow, und bin drin. Okay. Schnecken, die sind jetzt nicht so tragisch. Gibt mal wieder was zu essen. Ja. Ich höre Religionärschritte. Ich bin ja auch auf der Seite. Das kann ich auf jeden Fall, die Konstrukten. Und ein Secret. Wieder ein Obsidian Gem. Aha. Wo habe ich die eigentlich reingesteckt? Ach, da. Ja, das hatten wir schon. Da ist noch ein Zettel. Was ist das? Pyromancer's Cloak. Das wäre also was für dich. Ist aber nicht so gut wie der Battlemage Cloak, hä? Evasion, Willpower. Ja gut, Willpower würde es 1 geben. Was hast du? Du hast den Adderwork Cloak. Und die restlichen habt Scale Cloaks bzw. Huntman's Cloaks, ja. Also nichts, was wir unbedingt brauchen könnten. Und in der Nachricht steht, hier muss irgendetwas unter den Böden sein, was arbeitet. Eine Maschine irgendeiner Art. Aber was ist mit diesen bewegenden Türen? Stoppen sie jemals? Dieser Ort ist total verrückt. Ich habe das Zauberbuch gefunden, aber es ist hinter Gittern. Ich denke nicht, dass ich Zeit habe, dieses Puzzle zu lösen. Nicht mit dieser mit diesem konstanten Gebrüll von Maschinen, die erschaffen werden. Gibt es kein Ende davon? Es ist also so, als ob ihr einziger Zweck wäre, in den Krieg zu ziehen und zu zerstören. Wie auch immer, ich brauche einen Weg hier raus. Und ich werde es nicht schaffen, mich hier rauszuschreiben. Das ist sicher. Oh. Legionäris. Tote Legionäris. Ein Schädel. Stecken. Ein Hebel. Erstmal alles säubern und mich hier umsehen. Ich höre Oger. Ich sehe Oger. Ich töte Oger einfach. So. Nächster Oger tot.
Ja, das war's erstmal soweit. Was macht der Hebel? Nichts. Okay. Also ich habe gerade irgendwelche Wände gehört, aber... Ach so, habe ich jetzt hier Wände aktiviert. Da geht die Tür jetzt auf und zu. Okay. War das alles oder geht hier noch irgendwo was auf und zu? Nee, das scheint alles zu sein. Das waren auch die einzigen beiden Hebel, die ich hier hatte. Kann ich das auf jeden Fall beenden? Ich hoffe, das war jetzt richtig so. Ja, war es auch. Okay. Da sind zwei Oger drin. So, Schnecke weg. Okay, das scheinen zwei Ausgänge zu sein, wenn ich den richtigen Knopf dafür finde. Hi, Jungs. Tschüss, Jungs. Okay. Ich kann die Oger löschen? Das gibt's ja nicht. Das ist lustig. Okay. Okay, das ist für die beiden Türen. Bleiben die jetzt offen? Ja, bleiben sie. Das hier habe ich noch nicht offen. Das sind dann die anderen beiden. Oh.
Ja, jetzt geht hier halt alles auf und zu.